Michael Geisbüsch lebt mit Frau und Tochter in Lüxem, nahe der Stadt und dennoch in ruhiger Lage. Daheim sitzt er zum Entspannen gerne auf der kleinen Terrasse. Katze Nilla macht das auch gern. Hier leben wir mit drei Katzen, zwei Meerschweinchen und auf meinem Schoß ist gerade die Älteste, die Nilla, und die kann nicht genug Streicheleinheiten bekommen. Und der gebürtige Wittlicher fährt gerne Rad. Ich fahre gern Fahrrad, eben gerade hat man mich auf meinem Stadtrad gesehen. Dann habe ich noch ein Tourenrad, mit dem ich dann mit meiner Frau in der Gegend rumfahre. Und dann habe ich noch ein Trainingsrad, wenn ich mich mal so richtig auspowern muss. Derzeit sitzt der Bewerber ums Bürgermeisteramt auch viel vor dem Computer. Das hier ist unsere kleine Wahlkampfzentrale. Normalerweise ein bisschen aufgeräumter, aber im Moment geht es halt nicht anders. Und ich habe in den letzten Monaten mehr am Computer gesessen, als mir lieb war. Freue mich auch darauf, wenn das wieder vorbei ist. Neben dem Gruppenfoto vom Treffen der 50-Jährigen auf der Säubrenner Kirmes hat er noch etwas aus seiner Geburtsstadt nach Lüxem mitgebracht. Einen Geißbock als Glasbild am Küchenfenster. Hinterm Fenster blickt man in den Garten, um den sich seine Frau Erika Heyer kümmert. Der Hausherr dagegen kümmert sich ums Holz. 8 Festmeter liegen Scheit auf Scheit an der Hauswand. Und trotz Wahlkampf hat der Wahllüxmer noch ein bisschen Zeit für ein weiteres Hobby. Gute Bücher.